Engelsflügel kriegen wir. Aha! Das, ja, damit habe ich irgendwie schon gerechnet, dass wir Engelsflügel bekommen. Weil wir hatten ja auch die Teufelsflügel hier. Nein. Engelsflügel. Ja, spielen wir hier Overwatch oder was? Eigentlich hätte ich diese Engelsflügel am ehesten dann Alicia gegeben. Aber von der sieht man ja nichts mehr. Na gut, das bei ihr geht tatsächlich auch. Aber nö. Und bei ihr... Das ist eigentlich beides. Das wäre sehr seltsam. Es geht beides. Nein. Nein. Was ist mit dir? Bist du ein schöner kleiner Engel? Lass den Engel aus dir raushängen. Oh, wow, was für Flügel. Passt zu seinem Windgedöns eigentlich, ne? Aber dann bräuchte er theoretisch auch nur das. Aber nein, wir lassen's. Achso. Haben wir eigentlich noch weitere Bücher? Das ist auch in den Pforten gedönst. Ah, ist ja gut. Das ist alles dasselbe, okay. Hätte sein können, dass wir da noch weitere Informationen erhalten. Aber das war leider nicht der Fall. Was ist hier? Nix. Was ist mit dir? Die persönlichen Lebenswege der Priester und Nonnen der Kirche? Euer Interesse verfolgen mich. Die Aufzeichnungen befinden sich in diesem Bücherregal. Ihr könnt sie jederzeit ansehen. Ich selbst habe mich an vielen Abenden im Kerzenlicht in ihre grenzenlosen Wundern verloren. Ja. Grenzenlose Wunder. Yay. Wup, wup. Yay. So, wie kommen wir denn dann an diesen Absperrungen der Glefenzenke da vorbei? Wahrscheinlich müssen wir einfach darauf warten, dass wir da irgendwo mal vorbeikommen. Oder wir gehen zur Glefenzenke und gucken einfach mal nach. Geht auch. Glefenzenke, da können wir nirgendwo hin. Blöd. Das heißt, es ist immer noch abgesperrt. Wahrscheinlich. Gut, gehen wir zum Häftlingssumpf. Gehen wir. Verlassene Rodine. Denn wir sind ja hier auch noch nicht fertig. Wir haben hier zum Beispiel halt noch eine Ruine, da wollen wir rein. Und ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Ne? Und hier raufklettern können wir auch nochmal. Die Set haben wir sogar eine lohnenswerte Kiste. Ein Traumgummi. Toll. Gut. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Boah, ist das hier düster. Hallo, Felsriese. Ja, Level ist eigentlich vollkommen okay. Ich muss schon sagen, warum treffen meine Windangriffe hier nicht? Haben wir hier einen Zombie? Ein Ghoul. Schwäche, ganz normale Angriffe, Level 48. Ghouls are such a pain, even for zombie types. It's best to stay away if they're in a pack. But we can use focused attacks and physical ailments, right? Ready? Sag ich mal, ne? Die meisten unter uns haben Empfindlichkeit gegenüber physischen Angriffen. Splendid job, Sir. Ja, ja. So, wir könnten hier durch. Wir können hier lang. Ich
keinen Schlüssel für diese Tür. Brauchen wir einen bestimmten Ruinenschlüssel, damit man dann in diesen manchen Ruinen, wo es halt dann Schlüssel gebraucht wird, dann da rein kann oder durch kann? Tag. Ja, ich kämpfe hier derzeit ein bisschen einfach mal so. Ich glaube, ich hole mir auch Sarit mal für eine Zeit ins Team. Dass ich hier mal sage, hey, ne, du dahin. Einfach mal weil. Ja, wir haben so oft Layla und Mikleo irgendwo. Kann man auch mal die anderen hier immer dabei haben. Ist ja auch nicht so verkehrt gerade. Wir haben viele Felsriesen. Da kann das ja nicht schaden. Hey Babes, what kind of guys are your type? The type that don't even ask that. Or say hey Babes either. Okay. Dann weiß ich ja, wenn ich den beiden begegne, was ich denen nicht sage. Ja. Aha, hier kann ich rein. Silberkiste. Saray, look around you. Eine Sanduhr ist fein. Haben wir hier. Bitte. Oh. Was haben die für Schwäche? So Wind. Aua, hier ist mein Kopf. Ah! Ready for Dirty Dancing? What? Ja. Ihr seid alle schon wieder außer Atem. Gebt's doch einfach zu. Nur Luschen hier im Team. Nur Luschen. Nein, ich meine das nicht so. Hallo! Hier, komm, mach mal den hier. Lohnt sich hier bei den Massen. Ja. Die seraphischen Artes haben hier echt null Reichweite. Ich darf halt mehr die Verborgenen. Ja, wow, es ist gut. Ja. Wie auch immer du meinst. Ein sinfonisches Blatt. Toll. Let's do this. Aua, nicht hauen. Tut doch weh, Mann. Also ich weiß nicht, was das für ein super Angriff da ist, diese grüne Leuchterwelle, Gedöns, jetzt kommt wahrscheinlich von Sabit. Aber wie man die da einsetzt, ja. Muss man jetzt wissen, welche Angriff das ist. Da. Gerade zu groß geratener Kiesel. Alles klar. When it's go time, we go all the way. Overdue. Ja. Okay. Da haben wir eine Sackgasse mit nix. Können wir da lang? Oh Gott. Das wird doch schon wieder ätzend. Oh, jetzt stand die nah genug dran. Wie ist das denn? Possibility hier. So. Ein Schweinsohr. Toll. Dann gehen wir hier lang. Aua! Das waren tatsächlich nur die zwei Gegner? Okay. Das ist alles nix. Hier ist eine Sackgasse. Hier geht's irgendwo hin.
wo es dann runter geht? Runter geht, ja. Hier ist nix. Oh, was? Achso, das war einfach nur Sprechen mit ihr. Da muss er jetzt gerade mal nicht sein. So. Ist okay. Ist keiner, der schon fast tot ist. Also außer wir haben gerade schon fast tot gehauen. Dann ist es unnötig, aber hey. Zeit für eine Atempause, hallo. Kommen wir denn da hin, wenn wir die ganze Zeit nur Atempausen machen? Richtig, in Teufelsküche. So, habe ich hier alles erkundet. Da komme ich her, das habe ich erkundet. Ja gut, dann können wir runter. Glaube ich. Bild ich mir ein. Bin mir relativ sicher. Guten Tag. Und Uta? Would it really suffer till the very end? Then we'd better watch ourselves to the end. Ready? Bisher sehe ich noch nichts von der Selbstzerstörung, aber ich will sie auch nicht am eigenen Leib erfahren. How are Sarai's capabilities as a shep? Na, muss nicht sein. Bin ich ganz ehrlich, muss einfach nicht sein. So. Gehen wir rechts erstmal lang. Ich glaube, da ist ja erstmal eine Sackgasse. Da hinten scheint ein großer, wichtiger Raum zu sein. Und dann geht's noch in Folge. Wie riesenscheiße groß einfach das Ruin sein können. Der Hammer. Oh, plötzlich erschien da ein Zombie. Ist einfach so. After all these beatings, you would think they'd learn by now. Ja, aber sie lernen nicht dazu. Wäre auch zu einfach. So, halt, war ich jetzt in der Sackgasse? Nein, war ich gar nicht, ne? Ich bin mal wieder vorher umgedreht. Ich bin ja auch so ein Held. So, machen wir den hier. Und siehe da, es ist eine kupferne Kiste. Finsterdruck, okay. So, jetzt verliere ich wieder meinen Buff, weil ich so mega awesome bin. Ja, dann ist halt jetzt mal nichts mit Rennen. Dann sind die vielleicht auch nicht die ganze Zeit so erschöpft. Hallo! Hallo! So, machen wir mal kurz die Steinchen hier weg. Die zu groß geraten sind. Ich mach Sand aus euch! Nein, so spricht kein Hirn. Was ich mir auch die ganze Zeit immer so ein bisschen frage, ne? Wir erledigen hier die ganze Zeit Helions. In Ruinen und hast nicht gesehen. Und wie wir wissen, sind Helions ja durchgewonnene Lebewesen, Menschen hier, hast nicht gesehen, Seraphim. Weißt du, und die hängen dann hier so fest. Werden dann befreit aus ihrer Gestalt. Ja, sind dann kein großer Ohne mehr, sind dann keine Ahnung, Mensch. Ja. Und denken sich doch da eigentlich so, ey, was mache ich jetzt hier in der Ruine? Wie komme ich jetzt hier raus? Und sie werden dann hier aber nicht sterben, weil sie nicht wissen, wie es hier rausgeht. Alter, müssen wir verarschen. Ja.
Wir hatten hier gerade ein bisschen zu viel Schaden gemacht mit so einem Luftdruck. Da ist dieser Erdangriff, den wir... Oh, das ist nicht... Sie machen nicht diesen Erdangriff von Edna, sondern das war tatsächlich Edna. Das kam mir gerade so vor, als hätte ich da einen Schaden gekriegt. Falsch gedacht.